Ja, hey, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genji Days of the Blade. In der letzten Folge haben wir uns hier durch das riesige Schlachtfeld gekämpft, was hier unten irgendwo wartet, da gehe ich aber nicht wieder zurück. Ich habe nämlich ein bisschen offscreen trainiert und ich habe jetzt alle Waffen, die... Nein, doch hier, ja. Die ich gerade ausgerüstet habe mit jedem Charakter voll und ganz aufgelevelt. Jetzt fehlen nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Waffen, gut. Und wahrscheinlich komme ich wieder genug Seelen oder Amargan, was weiß ich, wie das heißt, ich habe keine Ahnung. Und ja, Waffen sind schon mal auf dem neuesten Stand, das heißt, wir können ruhig weitermachen. Außerdem habe ich keinen Bock mehr da unten zu trainieren, weil das ist die absolute Hölle. Da sind irgendwie 10 Milliarden Gegner. Die meisten sind immer so fliegende Viecher, die ich gar nicht treffen kann. Und ja, ziemlich nervig. Deswegen machen wir jetzt einfach so weiter, wie bisher. Dieser eine Typ... boah, wie hieß der jetzt nochmal? Ja, gut ist, als ich den Spielstand geladen ab, da konnte man den seinen Namen sehen. Aber den habe ich schon wieder vergessen. Irgendwann mit N, glaube ich. Nee, nein, falsch. Und ja, der Typ. Oh, ah, eine Truhe, okay. Der Typ auf einmal meint. Yoshi Zone rum. Ich habe übrigens wieder mal in normalen Kleidung hier an. Weil, warum nicht? Sind wir schon irgendwie am Ende des Spiels oder so? Ich weiß ja nicht, wie lange das Spiel ist, aber wenn wir so am Ende sind, würde ich gerne wieder die normalen Klamotten tragen. Und ja, keine Ahnung, wie weit das noch ist. Lass mich überraschen. Und hier ist wieder was geil. Jawohl. Ha! Kann ich wieder bald HP aufrüsten von jemandem. Wahrscheinlich von Shizuka, weil sie irgendwie nur 1200 hat. Und alle anderen irgendwie so 1100 und Benkei natürlich 4000. Völlig übertrieben. Im Waffen habe ich mich jetzt auch ein bisschen eingekämpft, also dürfte halt ja wohl kein Problem sein, oder? Doch. Wahrscheinlich kommt jetzt direkt der Bosskampf. Und ich krieg voll auf die Fräse. Wo wäre eigentlich nicht so schlimm. Hier ist ein Speicherpunkt und also was. Und dann sieht sowas von danach aus. お前らが Okay, der nächste Boss. Nein, bin ich nicht. Super, danke. Oh Mann. Ich guck mich erstmal hier um. Was sind denn hier für ein Kampfgebiet? Irgendwas sagt mir, dieses Kampfgebiet wird notwendig sein und der verfolgt uns nicht. Und der hat eine Amalgane Leiste. Was ist das hier? Kann ich da runterspringen? Ja. Ich lande einfach wieder hier, gut. Ist hier unten? Boah, einfach knapp. Mal, lass mich da erstmal hier gucken. Wer weiß, ob hier irgendwas noch ist. Hey. Oh, da ist eine Leiter. Kaputt machen kann ja super. Hallo, nein, ist irgendwie Amalgane irgendwo versteckt und ich habe es ja nicht eingesammelt. Nein, das war ein Fehler, glaube ich. Oh nein, er kommt. Ja, schon mal geil an. Oh Mann. Kann doch nicht gut ausgehen. Also ich kriege jetzt schon auf der Fresse. Aber ich glaube, er scheint es nicht zu geben, oder?
Ja gut, dann gehen wir mal wieder nach oben. Ach, was willst du denn damit? Ich drücke auch noch echt das Falsche. Ich habe einmal wieder erleben, dass ein einfacher Boss kommt. Mal ganz ehrlich, er hat gut abgezogen. Oder schmeiß ich da runter? Ich will wieder da hoch. Ich möchte nicht hier kämpfen, das ist irgendwie voll doof. Ja, lass da hochgehen, das ist besser. Was hat denn da? Wo ist die Kamera wieder so richtig? Bäh. Dann komm her. Kämpfen wir wie Männer gegen Männer kämpfen. Macht er da? Keiner macht er da macht, aber war nicht schlecht. Konnte schön mal treffen. Da kommt er wieder mit einem Schlag und haut mich weg. Das ist doch lächerlich manchmal. Ey, die Trainingssession, wisst ihr, wie die ausgesehen hat? Ich habe nur auf der Fresse gekriegt. Irgendwie ein Wunder, dass ich die ganze Zeit 40.000 Dinger bekommen habe, um meine Waffen aufzuleveln. Das ist doch ein bisschen zu schwer. Ich meine, ich spiele auf schwer, aber trotzdem, ich kriege hier nur auf der Fresse. So, jetzt kämpfen wir aber vernünftig gegen den. Ich bin nach 3-4 Schlägen wieder weg, also ja. Ich will das hier und das linke Ding holen. Ich glaube ja, ne. Eieiei. Und Shizuka ist jetzt gar nicht mehr für den Kampf geeignet. Die fragt jetzt nur noch. Weil sie so wenig HP hat. Die geht irgendwie nicht. Versteht ihr, was ich sagen will? Okay, ich muss wieder verdammt viele Heilgegenstände einsetzen wahrscheinlich. Gibt da nichts zu holen, glaube ich. Deswegen machen wir ihn einfach platt. Ja, aber irgendwie doof, dass da so ein riesiges Kampfgebiet ist dafür. Vielleicht hat er auch wieder zwei, drei Formen. Die eine hat ja auch zweite Form. Yay! Die Bosse sind echt schlimm hier in dem Spiel, ganz ehrlich. Muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Verdammt schwer. Ich meine, das ist ja schon Dark Souls Niveau irgendwie. Er hat so eine ähnliche Waffe wie Shizuka, merke ich. Wer hat gut abgezogen? Ich kämpfe gerade mit der neuen Waffe. Der hat definitiv noch eine zweite Form. Das ist viel zu einfach. Bams. Da hinten sind so ein paar Dinge am Leuchten. Braucht man wahrscheinlich gleich, ne? Ich weiche einfach. Konnte hier die ganze Zeit aus. Ich hätte vielleicht mal ein Amalgam aufleveln sollen. Also füllen sollen. Was macht er da? Pisser. Nein, 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 nein. Da, ein Schlag. Da war jetzt eine Kombi. Ich bin so gut wie tot wieder. Das ist ja nicht zu fassen. Vielleicht soll ich mir mein Kombi wieder aufbewahren, aber das ist einfach zu fallen manchmal. Bänke ist irgendwie unbesiegbar, habe ich das Gefühl. Gucken wir mal. Hey. Weil der kann sich in eine Menge reinstellen und blocken, ohne Schaden zu bekommen.
Okay, dann. Ma, hör auf damit. Ja, komm her. Jetzt mal pass ich auf. Wupp. Wupp. Und jetzt Kreis, ne? Bams. Ich weiß jetzt auch, wie man am Boden angreift. Aha, ich bin sowas von tot. So, wir haben ja wieder ein paar neue Sachen hier. Ah, okay. Schließlich hat kein Leben verloren. Und da gehen die ganzen Sachen wieder hin. Ich glaube, Mann. Boah, das ist doch nicht zu fassen. Ja. Finde ich auch geil, dass Blocken irgendwie nichts bringt. Ich merke immer mehr Makler im Spiel. Das Spiel ist manchmal richtig unbalanced. Da guck ich mal an, wie viel. Gehst du jetzt mal da hoch? Das Maul. Eine Combo. Ich stelle das Spiel irgendwann mal auf normal. Ist nicht zu fassen. Jetzt erwarte ich Standardspiel ist auf normal. Ich will mal sehen, wie was für ein Unterschied das ist. Weil wirklich ein großer Unterschied ist. Ich spiele den Typen mal auf normal. Oder nee, ich mache ihn erstmal auf schwer. Also wie immer. Falls er zweite Form hat, dann mache ich ihn auf normal. Dann habe ich ihn einmal auf schwer besiegt, dann ist auch gut. Ja, kann ich da wirklich mit meinem Gewissen vereinbaren. Weil meine Heilgegenstände, die sind so schnell weg, Mann. Ich weiß nicht mal, wie der Typ heißt, verdammt. Ich habe schon gesagt, dass Blocken nichts bringt. Aber immer nach einem Angriff schon so gestunt sind wie blöd. Nein, nicht der Angriff. Doch, der Angriff. Sehr gut. I see what you did there. Nein, jetzt kommt er wieder mit seinen. Boah, muss ich jetzt mal runterfallen, Mann. Treffe ich ihn? Bams, ja. Ich weiß gar nicht, ob das Ding stärker ist als meine andere Waffe. Nein, er blockt. Und ich bin im Zeitlupe, was? Na komm her. Jetzt habe ich drauf. Wupp. Wupp. Und Kreis, ne? Ja. Bams. Mir auch. Ah. Das ist so blöd, dass ich mit ihm immer Dingens machen muss, Seitenschritte, um anzugreifen. Okay. Na, komm mal hier hin irgendwie, das ist doof, da an der Stelle zu kämpfen. Ich habe mich auch ein bisschen, dass man nie Heilgegenstände irgendwo bekommt. Okay, ich habe eine Idee. Ich konnte einfach den Angriff die ganze Zeit.
Muss ich vielleicht ihn am Rücken angreifen? Weil er hat ja die ganzen Dinger da. Scheint nicht so eine schlechte Idee zu sein. Ich konnte ihn jetzt einfach nur. Nein, 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 nein. Aua. Ich muss mich immer da runter schmeißen, verdammt. So, jetzt kommt er mit Bänke, ey. Das wird ein Spaß. Der lädt sich wieder irgendwo auf. Bringt sowieso nichts, Mann. X? Dann nochmal X. Und dann Kreis. Das kann ich auf dich drauf haben, wenn du am Boden liegst, ne? Mit R1 und 4. Ungefähr so. Nur einmal aber leider. Wird er jetzt schneller oder was? Finde ich das nicht so toll. Ach man. Shizuka kann ich gar nicht einwechseln. Weil die freckt sowas von schnell. Ach man, hör auf. Alter. Warum jetzt so aggressiv? Warte, ich kann das abwehren, geil. Ist auch untergefallen, jawohl. Ja, ich glaube, am Rücken scheint er ein bisschen anfälliger zu sein. Ist aber nur so eine Vermutung. Sack. Oh, er geht wieder da hinten hin. Ja, durch dein Kamui auffüllen, das wird dein Verhängnis sein. Aber vorher setze ich meins ein. Was sagst du dazu? Ha! Jetzt kommt seine zweite Form, ne? Ich weiß es doch. Die noch übler und noch schmerzhafter sein wird wahrscheinlich. Shizuka, gib den Ruck, ich möchte nicht gegen den kämpfen. その後姿が見えず心配したぞ。申し訳ございません。深く敵の罠に打ち、思わぬ足止めをされてしまいました。それより兄上、壇の浦に急がねばなりません。兄上、顔色が優れませんぞ。
Ja, der sah ein bisschen abwesend aus, aber naja. Ah, ja, steht so, du lebst da noch. Oh, Story. そういう大きさだ。そう、ちっさいね。大きいだけでなく、あの船全体が魔性の強力な力を発しています。お気をつけください。このままでは狙い撃ちされるだけです。兄上。 Aber das klappt. Oh, Speicherpunkt gut. Okay, zum Kriegsschiff. Okay, alles klar. Gut. Ja, bevor wir den Kampf gerade geschafft haben. Rückblickend betrachtet war der eigentlich nicht so schwer. Wenn man den mit der einen Olländer vergleicht. Aber vielleicht bin ich auch jetzt besser. Keine Ahnung. Muss man doch nicht auf normal umschalten und der hatte keine zweite Form und so, aber der kommt bestimmt nochmal wieder. Ich sehe doch kommen. Alles klar, dann würde ich mal sagen, gehen wir zu den Schiffen in der nächsten Folge von Let's Play Genji Days of the Blade. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.